Hallo, hallo, ihr Lieben. Jetzt bin ich hier tatsächlich doch noch exakt an dem Ort gelandet, wo ich vor 4 Jahren die Challenge von Dr. Joe Dispenza's Retreat hatte. Ich glaube, es war sein 2. Week-long Retreat. Wenn du die Treppe hier hochgehst, dann kommst du direkt, aber auch direkt in diesen Klettergarten. Und ich hatte echt keinen Plan, direkt hier hinzukommen. Bin nur meiner Intuition gefolgt und was soll ich sagen? Jetzt bin ich doch hier gelandet. In einer wunderschönen Bar. Ganz nette Menschen hier. Das ist der Strand, der dazugehört. Und da ist natürlich meine Frau, die gehört zu mir. Und hier ist ein bisschen windig, aber ich wollte euch mal die Aussicht zeigen. Jetzt gehe ich aber nochmal in den Windschatten, weil es ist so, so spannend. Ja, es kommt immer alles so, wie es kommen muss. Wir können uns zurücklehnen in das krasse, krasse, krasse Vertrauen. Es ist alles richtig, wie es ist, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Man weiß es nicht, ja, aber jetzt hatte ich gerade gestern Kontakt mit meiner Teamleaderin, die damals meine Teamleaderin war hier im Retreat von Dr. Joe Dispenza. Und sie hat gerade massive gesundheitliche Probleme. Und da kann man jetzt denken, wow, Teamleaderin am Retreat von Dr. Joe Dispenza. Sie war übrigens auch meine Teamleaderin in Mallorca. Eine wunderbare Frau. Eine wunderbare Frau. Voll Herz, voll Liebe, voll Verständnis. Eine ganz tolle Frau. Und derzeit ist sie gerade selber dabei, körperliche Einschränkungen zu erfahren. Und das bestätigt mich wieder in meiner Erfahrung, in meinen Teachings. Es ist der Kopf. Es sind die Gedanken. Es sind Sachen, die wir uns erzählen. Und davon sind wir nie gefeit. Davon sind wir nie gefeit. Wir sind hier auf die Welt gekommen mit einem riesen Paket von Bullshit-Lügen. Und diese Bullshit-Lügen, die sind entstanden durch Erfahrungen und Rückschlüsse, die wir gemacht haben, als wir angefangen haben, logisch zu denken und unseren analytischen Verstand zu gebrauchen, um Schmerz zu vermeiden, um Enttäuschungen zu vermeiden, um zu vermeiden, dass wir nicht gesehen werden, um zu vermeiden, dass niemand für uns da ist, dass wir alleingelassen werden, um zu vermeiden, dass wir hilflos sind. Wir fangen ganz, ganz früh an, hier Dinge für uns zu verstehen zu wollen, Zusammenhänge erkennen zu wollen. Und damit treffen wir Entscheidungen. Wie zum Beispiel, wenn Menschen so und so sind, dann droht mir Gefahr. Und das kann auf Kleinigkeiten sein, das können Gerüche sein, das können Gesichtsweisen sein, das kann einfach ein energetischer Zustand sein, den wir belegen. Der für uns was ist, der für uns bedeutet, huhu, aufpassen, hier droht Verrat, aufpassen, hier bist du nicht getragen, aufpassen, was das auch immer das ist, ja. Und wir werden früher oder später dahin schauen müssen, wir werden früher oder später diese Bullshit-Sachen anschauen und erkennen müssen und aufhören, da irgendwie so Weichspüler und Fluffy und alles ist Liebe, everything is love and I'm so love und ich liebe alle, drüber zu setzen. Das hilft nichts. Das ist zwar die Wahrheit, alles ist Liebe und so weiter und so fort, aber ich bin hier trotzdem, guckst du, auf diesem Erdboden. Auf diesem Erdboden. Ich lebe hier. Ich lebe mit Inputs. Und
diese Inputs kann ich verändern, diese Wahrheit kann ich verändern, aber ich muss meinem logischen Verstand, dem absoluten Führer der Kreation, dem Umsetzer der Kreation, dem Umsetzer der Kreation meines Körpers, dem Umsetzer der Kreation von allem, allen Menschen, allen Kunden, allen Bäumen, hier Bäume, alles bedeutet etwas für mich. Allem habe ich eine Bedeutung gegeben. Und wenn diese Bedeutung mir schadet, dann muss ich diese Bedeutung verändern. Und zwar in die Wahrheit switchen, weil per se bin ich ein göttliches Wesen und mir schadet nichts. Aber mein logischer Verstand hat das vergessen. Vergessen, weil er damit nicht infiltriert worden ist, weil er damit nicht gewaschen, brainwashed worden ist, sondern weil er mit Bedingungen, mit Grenzen, mit Gründen, warum ich eben nicht frei bin, warum ich kein göttliches Wesen bin und warum ich vor allem nicht perfekt bin, damit bin ich gewaschen worden. Ja. Und egal, was ich tue oder wer ich bin, das Leben möchte von mir, dass ich verstehe, wer ich wirklich bin, wer ich bin in Wahrheit. Und nicht nur das als spirituelles Omgeblablabla, sondern das Leben, meine Schöpferkraft, das, was ich wirklich bin, möchte, dass diese Schuhe, die jetzt hier im Moment, Flipflops sind, in göttlicher Art und Weise, in Perfektion, in absoluter Freiheit, in absoluter Freude hier auf diesem Erdboden rumlaufen. Und alle Gedanken und Überzeugungen, alle Zusammenhänge, alle Hintergründe, die dem entgegenstehen, müssen jetzt gehen. Aber die gehen erst, wenn ich sie nicht mehr, wenn auch nur unterbewusst, nicht mehr bediene. Wenn ich sie nicht mehr als wahr ansehe. Wenn ich sie entlarve. Wenn ich erkenne, was für ein Bullshit die ganze Story ist, die ich mir erzählt habe. Und davon bin ich nie gefeit. Da kann ich 100 spirituelle Praktiken machen. Täglich super, super diszipliniert diese Sachen machen, die mich scheinbar dorthin führen. Aber wenn ich die Scheiße noch im Kopf habe, wenn sie unbewusst von mir als wahr empfunden gedacht wird, was soll ich machen? Dann führt sie mich, dann kreiert sie, ohne mein Wissen, ohne mein Bewusstsein, ohne meine Klarheit, dann kreiert diese Kacke mehr von sich. Und es sind immer die gleichen Kacksachen. Zum Beispiel diese Sache mit dem Verrat. Ist heftig. Und da steckt so viel dahinter. Da steckt dahinter, für alles verantwortlich zu sein. Da steckt dahinter, verleumdet zu werden. Ungerechtfertigt beschuldigt zu werden. Wir haben so viele Stories von dieser Art. So viele Stories und wir kapieren es nicht. Eine meiner Stories war, als mich mein Vater verraten hat. Mein Vater hat meiner Schwester erzählt, dass ich von unserer gemeinsamen Großmutter eine größere Summe von Geld bekommen habe. Und niemand das weiß. Aber mein Vater hat behauptet, er hat es jetzt rausbekommen, dass ich diese größere Summe an Geld bekommen habe. Es hat nie gestimmt, es war nicht so. Viel, viel später hat er mir gesagt, er hat es geträumt und seine Träume sind so eher realistisch. Aber was diese Verleumdung nach sich gezogen hat, war natürlich, dass sich meine Schwester verleumdet gefühlt hat, nämlich von mir. Weil ich ja in ihren Augen scheinbar diese größere Summe für Geld von unserer gemeinsamen Großmutter bekommen habe und ihr nichts davon gesagt habe. Ja, und so findet Verleumdung statt. Das ist Verrat, das ist Hochverrat.
Das bedeutet für uns, dass wir nie sicher sind, dass wir uns nie in Sicherheit wiegen können, dass wir immer verraten werden können, dass uns jederzeit, egal von den Allernächsten und von den Allerliebsten, uns das Messer in den Rücken gesteckt werden kann. Und wenn du weißt, dass es so ist, wenn du glaubst, dass es so ist, wenn deine Wahrheit das nur ganz, ganz, ganz klein bisschen im Unterbewusstsein ist, weil du es erlebt hast, weil du es paar Mal erlebt hast, weil du es öfters erlebt hast, weil du es nicht offensichtlich an die Oberfläche, ans Licht gebracht hast, läufst du immer rum wie eine, die jederzeit verraten werden könnte. Und wenn du die Gesetze der Schöpfung kennst, dann weißt du, dass wenn du auch nur irgendwo in irgendeiner Zelle Verrat lauerst und witterst, dass du dann kreierst, verraten zu werden, hintergangen zu werden, betrogen zu werden, belogen zu werden, beschuldigt zu werden. Das ist eine große, große Kiste. Wir haben die gestern im Coaching, die Frau, die alles hat, mal kurz ein bisschen geöffnet. Da steckt so viel dahinter und in dieser Kiste ist für jeden was drin. Und das für dich selber zu erkennen und diese Kiste zu öffnen und zu wissen, die Verräter, die habe ich selbst kreiert. Die Verräter, die habe ich selbst gemacht. Das sind meine Verräter, die ich kreiert habe. Und jetzt liegt es an dir, diese Verräter zu unterstützen und zu Liebhabern und zu Fans umzukreieren, weil du kreierst alles. Du bist göttlicher Schöpfer. Nur deine Entscheidungen, deine Rückschlüsse, das, was du wirklich, wirklich glaubst, bringt's, ist dein Leben. Dein Leben ist das, was du glaubst. Und wir glauben so viel Einschränkendes, uns Kleinmachendes, uns Unterdrückendes, uns Krankmachendes, unseren Körper Krankmachendes. Und wenn wir das nicht mehr wirklich glauben, sondern etwas anderes stattdessen glauben, weil wir es entlarvt haben, weil wir die Lügen gesehen haben, dann können wir es verändern. Und dann verändert sich alles. Dann verändert sich dein Bankkonto, dann verändert sich deine Beziehungen, dann verändert sich eben dein Körper. Dein Körper ist deine Meisterkreation. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dich inspiriert zu haben. Du bist der Schöpfer. Außer dir gibt es keine Macht und keine Kraft, kein Universum außerhalb von dir. Du machst alles, du bist alles, durch dich entsteht alles. Nutze diese Kraft für dein Traumleben und für unsere Traumwelt. Denn es ist alles möglich. Bye, bye. Ciao.